Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Ja, willkommen zu einer neuen Folge in deinem Lieblingspodcast in der Provita Lebensfreude Lounge. Heute mit 13 Fragen. Oh ja, 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 ja. Ich bin aufgeregt heute. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß es sonst auch nicht. Aber heute so persönliche Fragen gestellt zu bekommen, da bin ich ein bisschen kribbelig. Mal schauen. Ja, ich möchte natürlich in die Tiefe gehen. Also ich stelle der Mama jetzt heute 13 Fragen, die du ehrlich und offen beantworten darfst. Okay. Und uns einen Einblick in deine Innenwelt gibst. Ein Einblick in meine Innenwelt. Gut, eines meiner leichtesten Übungen. Sehr gut, ja. Okay. Wir fangen direkt an. Let's go. Mit Frage Nummer 1. Was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit für mich bedeutet wirklich selbst zu bestimmen, was ich mache tagsüber. Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Mir niemals mehr von jemand anderem den Tag vorschreiben zu lassen, war eines meiner größten Wünsche. Kurz und knackig. Kurz und knackig, ja. Sehr gut. Frage Nummer 2. Was macht dir in deinem Wirken als Coach in unserem Family Online Business am meisten Spaß? Also was gibt dir da so am meisten? Am meisten berührt es mich immer wieder, wenn ich sehe, wie bei meinem Gegenüber, also die wunderbaren Frauen und Männer sind auch ab und zu dabei, die ich begleiten darf, wenn sie so wirklich sich erlauben, dem zu folgen, was wir gemeinsam ans Licht bringen. Also wirklich sich zu trauen, ihrem Herzen zu folgen, der Klarheit entsprechend, was wir gemeinsam ans Licht bekommen haben, und dann Großartiges entstehen zu lassen und zu sehen, wie sich innerhalb des Familiensystems sich was ändert, wie die Partnerschaft auf ein anderes Level gebracht wird wieder, wie sie morgens wieder voller Freude, Spaß und Leichtigkeit aus dem Bett hüpfen, sich auf einen neuen Tag freuen. Also wie die Welt wieder eine Kugel ist und wie sie merken, wow, also so ein Wow-Effekt nach dem anderen haben und erkennen, da ist ja so viel mehr möglich und da sind so viele großartige Dinge, die das Universum mir liefert. Und das zu sehen, das berührt mich immer sehr im Herzen. Und da läuft auch manchmal schon mal ein Tränchen vor Freude. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Gegenüber. Ja. Sehr schön. Gut. Frage Nummer 3. Wenn du deinem Ich von vor 10 Jahren begegnen würdest, also 2014, was würdest du zu ihr sagen? 2014? Wo warst du da? Vielleicht magst du erstmal da anfangen. Was war da gerade? Wie sah dein Leben da aus? Da war ich... Also da saß ich noch unzufrieden am Arbeitsplatz, habe von einem freien Leben geträumt, aber ich war schon so auf dem Weg in eine andere Richtung. Ein Jahr zuvor am Sterbebett von meinem Papa ist mir so bewusst geworden, was würde er jetzt zu dir sagen, wenn er noch zu dir sprechen könnte, was würde er in seinem Leben bereuen, was würde er mir mit auf den Weg geben. Und das war so ein Moment, für mich, wo ich gedacht habe, ich möchte mal auf mein Leben zurückblicken und denken, ich habe zwar ein paar Jahre gebraucht, aber ich habe die Kurve noch gekriegt, ich blicke noch zufrieden und glücklich auf mein eigenes Leben zurück. Das war für mich wirklich ein Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt geht es stabil in die andere Richtung. Bis dahin war ich ja schon fast 14 Jahre nebenberuflich selbstständig mit einer Offline-Praxis. Und das war für mich so der Schritt, 2014 dann mehr und mehr mich auch zu öffnen, wirklich frei auf der Welt unterwegs zu sein, wirklich meinem Herzen zu folgen, auch euch, dir und deinem Bruder noch ein anderes Vorbild zu sein, der Wegbereiter zu sein, damit auch ihr mehr den Mut habt, eurem Herzen zu folgen. Und tatsächlich war dann auch klar,
da darf ich mich der Online-Welt öffnen. Ich meine, heute ist das selbstverständlich. Damals war das so eine Zeit, wo ich auch von meinen Kunden und Kundinnen oft gehört habe, ich muss auf jeden Fall eine Offline-Begleitung haben. Wobei ich ja auch festgestellt habe, online schließt offline nicht aus. Ist ja beides immer möglich. Mache ich oder machen wir ja heute auch. Es gibt ja auch ein Offline-Angebot, wenn wir Lust dazu haben, uns in uns finden. Und um auf die Frage jetzt zurückzublicken, ich würde meinem Ich von damals sagen, hab noch mehr Mut, deinen Impulsen zu folgen. Ich bin schon noch ein paar Monate und Wochen da ein bisschen rumgeeiert. Ich weiß noch, ich bin morgens mal an die Praxis gekommen und da war das Schild an der Hausfront abgefallen. Wo ich gedacht habe, okay, liebes Universum, ich habe es jetzt verstanden, ich traue mich jetzt. Ich habe mir so schwer getan, die Praxisräume zu kündigen und sowas. Also das würde ich meinem Ich sagen, hab mehr Mut, rascher den Impulsen zu folgen, die dein Herz, deine Seele dir schickt. Weil ich hätte es mir schon ein bisschen rascher und einfacher machen können. Es gehörte zu meinem Weg dazu, aber ja, das wäre so die Botschaft an mein Ich von vor 10 Jahren. Ich finde es gerade der Hammer, wie du, also wir haben das alles nicht abgesprochen, diese Fragen, wir haben die alle selber, also ich habe 13 Fragen vorbereitet und du, das kommt dann in einer separaten Folge, meine Fragen. Und wir haben überhaupt nichts abgesprochen, gar nicht gesagt, was für Fragen da kommen, aber du antwortest, als hättest du alle Fragen schon gekannt, als wäre alles schon irgendwie von vornherein klar gewesen. Es ist gut, dass ich nicht weiß, was du mich fragst, weil dann kann ich es auch einfach frei fließen lassen, auch wenn das jetzt den Eindruck vielleicht erweckt, es ist vorbereitet, gar nichts vorbereitet. Gar nichts, außer die Fragen von mir. So. Gut, oh, jetzt habe ich eine sehr schöne Frage. Was war der bisher glücklichste Moment deines Lebens? Und wehe, es war nicht meine Geburt. Der glücklichste Moment war die Geburt von euch beiden. Auch wenn 23 Monate dazwischen liegen. Aber das ist einfach ein Moment, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ein fertiger Mensch. Das waren die glücklichsten Momente, ja. Also wirklich die Geburt, ich wollte das jetzt nicht in den Mund. Nee, das hätte ich jetzt auch ohne das gesagt, aber beide Geburten gehören dazu. Ja, beide Geburten waren unterschiedlich. Bei deiner Geburt habe ich so eine Stunde später im Bett gehockt, habe rumtelefoniert, Madeleine ist da und der ein oder andere hat gesagt, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen oder was? Wieso bist du so fit und so weiter und so fort? Ne? Ja, beide Geburten, das waren die glücklichsten Momente, definitiv. Das ist einfach ein Wunder. Das ist einfach ein Wunder. Ja. Sehr schön. Gut. Also Frage Nummer 5. Es geht schneller voran, als ich dachte. Gibt es eine bestimmte Erkenntnis, die dein Weltbild mal total auf den Kopf gestellt hat, sodass heute nichts mehr so ist wie vorher? Sodass du die Welt heute mit ganz anderen Augen siehst? Also ein ganz einschneidendes Erlebnis, da komme ich einfach nochmal auf meinen Papa zurück, als ich bei ihm am Sterbebett saß. Da war die Welt plötzlich irgendwie schon anders. Ich habe früher als Kind immer gedacht, wenn ich so von Freundinnen oder so in der Schule mitbekommen habe, dass ein Elternteil gestorben ist, da habe ich immer gedacht, ich könnte dann nicht mehr weiterleben, ich muss dann auch sterben. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, wo anschließend einiges anders war. Also ich habe zu Hause gehockt, gefühlt 3 Tage durchgeweint, habe bewusst diese Trauer zugelassen. Und da ist mir so die Endlichkeit im jetzigen Körper, im jetzigen Leben bewusst geworden. Da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es, das war es dann halt einfach. Und daraus habe ich, wie ich das eben zu der Frage ja schon gesagt habe, wirklich ganz, ganz viel Rückenstärkung, Kraft, Motivation mir genommen, wirklich meinem Leben die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Ja. Krass.
Ja, es ist auch, ich finde es auch total spannend, weil die nächste Frage, ich wusste ja jetzt auch nicht, was du antworten wirst. Ich habe jetzt einfach diese Fragen aufgeschrieben, auch ohne darüber nachzudenken, was du wohl darauf antwortest. Das heißt, ne? Und die nächste Frage ist, was glaubst du passiert denn nach dem physischen Tod? Also, wenn wir sterben, wenn wir diesen Körper verlassen. Da kann man ganz, ganz viel drüber philosophieren. Also, wenn man unter dem Aspekt mal das Ganze sehen, dass ja alles eine große Energie ist, Energie geht niemals verloren, Energie wechselt allenfalls mal die Form. Und eine Energie, nennen wir Seele, belebt ja jetzt unseren jetzigen physischen Körper. Wir sind ja nicht dieser Körper, wir haben diesen Körper wie ein Tauchanzug, um es mal so auszudrücken. Und wenn diese Energie den Körper dann verlässt, geht es auf irgendeine Art und Weise weiter. Also ich war ja mal in der Palmblatt-Bibliothek, da hat man mir viel gesagt über meine früheren Leben. Und das ein oder andere, wenn ich das so auf mich habe wirken lassen, da ist irgendwas dran zu den früheren Leben, was ich so erfahren habe. Da gibt es ganz viel Kontext und Parallelen zum jetzigen Leben, auch zu meinen Eltern. Und man hat mir auch gesagt, ich komme dreimal wieder. In irgendeiner Art und Weise geht es weiter, nur darüber zu philosophieren, wie es weitergeht. Es gibt ja da viele Theorien, dass die Seele, also diese Energie, sich irgendwo mal ausruht, dass sie in Zwischenwelten ist, dass sie in anderen Körper auch noch ihren Platz einnimmt und, und. Ich bin kein Freund davon, darüber so viel zu philosophieren, weil wir ja nichts belegen können, nicht wirklich was wissen und, ich glaube, wir müssen es auch nicht wissen. Ich glaube, es geht darum, zum jetzigen Zeitpunkt im jetzigen Körper das Leben zu genießen, Freude zuzulassen, Freude zu haben, was ja der Evolution grundsätzlich entspricht, auch unserem Dasein hier. Dazu sind wir ja mal hierher gekommen, also mal diese ganze Schleier zu lüften. Vielleicht können wir uns ja im nächsten Leben, wenn ich so die Entwicklung jetzt sehe, es geht ja immer alles schneller und wir werden alle feinfühliger, sensibler, jetzt auch mit KI, glaube ich, werden wir noch feinfühliger und noch sensibler. Da gibt es vielleicht auch einen nächsten Sinn, den wir zusätzlich entwickeln, um noch mehr zu unterscheiden, gerade im Zeitalter von Social Media, zu unterscheiden, zu spüren. Ist das jetzt Realität oder ist das jetzt eine künstliche Intelligenz, die da spricht oder was auch immer? Und ja, also ich bin niemand, der darüber viel philosophiert. Auf irgendeine Art geht es weiter. Vielleicht können wir uns im nächsten Leben an das Jetzige erinnern. Mehr als jetzt, vielleicht sogar ohne Rückführung. Einfach so, dass man sich an das frühere Leben erinnert. Und deshalb finde ich es für mich ganz geschickt, die Botschaften, die das Universum mir jetzt schickt, wo es um nächste Entwicklungsschritte geht, wenn ich schon den Impuls bekomme, mich weiterzuentwickeln und Dinge zu lösen, die jetzt auf dem Weg dann aufkommen, man könnte es auch Karma nennen, ohne in der Vergangenheit rumzuwühlen, dass ich das jetzt löse und jetzt das allergrößte und beste Leben mir erlaube, um nicht im nächsten Leben auch noch mal an Dingen rumzudoktern, um es mal so auszudrücken. Ja, das ist meine Ansicht dazu. Okay, ja, sehr gut. Sehr gute Antwort, ja. Ja, wir sprechen ja ganz, ganz viel von Divinity. Divinity ist ja auch der Name unseres Signature-Programms. Und mich würde interessieren, was bedeutet Divinity, also dieses Lebensgefühl, also was bedeutet Divinity für dich? Oder dieses Leben? Divinity bedeutet, seine wahre Größe zu erkennen. Divinity ist deshalb so ein guter Ausdruck, weil wir da keine religiöse Behaftung zu haben. Wenn ich von Gott spreche, dann, also ich bin ja religiös auch erzogen worden, katholische Kirche,
Ich habe mich früher immer gefragt, wenn ich so Jesus am Kreuz sehe, warum habe ich ein schlechtes Gewissen, warum habe ich Schuldgefühl? Ich habe doch damit gar nichts zu tun. Habe für mich dann auch die Wahrheit, also für meine eigene Wahrheit entdeckt, im Hinblick auf Religion, wenn wir das mal übersetzt nehmen. Religion heißt Religio, Rückverbindung, Rückverbindung an alles, was ist. Und in meiner Welt gibt es eine Religion, das ist die Religion der Liebe, ohne Bewertung, ohne Beurteilung, ist auch gar nicht so einfach, wenn ich von bedingungsloser Liebe spreche, weil das niemand von uns erfahren hat. Wir haben ja eher so erfahren, dass es immer an Bedingungen geknüpft ist. Das ist allein schon eine Challenge, sich bedingungsloser Liebe zu öffnen. Und in meiner Welt kommen wir alle aus der gleichen Quelle, der Quelle allen Seins. Und alles hier hat seinen Sinn. Und das große Ganze völlig ohne jegliche Bewertung und Beurteilung ist für mich der Ausdruck Universum oder eben Divinity, die eigene Göttlichkeit zu entdecken. Und zu wissen, dass wir uns niemals Situationen im Leben ohnmächtig ausgeliefert fühlen müssen, sondern zu wissen, wenn wir es unter einem göttlichen Aspekt sehen, dass wir jederzeit neue Entscheidungen treffen können und jederzeit mit einem anderen Fokus auf die Situation blicken können und schauen können, was ist mein Learning daraus und wie lebe ich jetzt meine eigene wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie, also meine Göttlichkeit. Weil jeder von uns ist ja ein Teil des Ganzen. In jedem von uns gibt es ja diesen göttlichen Funken, auch wenn der Kopf, der Verstand da so wenig mit anfangen kann. Das ist Divinity für mich, ja. Sehr schön. Ja, und das ist ja auch genau das, worüber wir reden in unserem Signature-Programm. Link ist natürlich unter dem Video oder in den Shownotes bei Spotify. Nicht vergessen, anschließend drauf zu klicken, genau, und dich anzumelden. Genau, aber jetzt hören wir erstmal noch zu hier. Genau, dann sind wir schon bei Frage 8. Wenn du über ein Thema reden könntest für den Rest deines Lebens, welches Thema würdest du wählen? Wie wir uns unsere eigene Lebenswirklichkeit erschaffen und unser Leben nach unserem Herzen, dem Plan der Seele gestalten und dem Ruf der Seele folgen. Ich werde da nicht müde, die Menschen wachzurütteln im wahrsten Sinne des Wortes. Da kannst du mich nachts um 2 wecken, dann geht's los mit diesem Thema, egal wann. Sehr gut. Das werden wahrscheinlich meine letzten Worte noch sein, irgendwann. An einem Freitagnachmittag. An einem Freitagnachmittag, genau. Ja. Frage Nummer 9. Was ist deine große Vision? Meine große Vision, die knüpft an die vorhergehende Frage an, dass ich Millionen von Menschen im Herzen berühren kann und dazu ermutigen kann, wirklich sich ihr Leben nach dem eigenen Herzen zu gestalten. Weil dann ist in meiner Vision jeder bei sich selbst, in Frieden mit sich selbst. Und da beginnt genau das, was die meisten sich wünschen, den Frieden im Außen. Dann gibt es viele Dinge, ohne jetzt Beispiele zu nennen. Jeder, der mir hier jetzt lauscht, der uns lauscht, weiß genau, was damit gemeint ist. Dann haben wir viele, viele Dinge auf dieser Welt nicht mehr. Genau. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich eine etwas ausschweifendere Frage vermutlich. Versuch sie trotzdem so kurz wie möglich zu beantworten. Wie würdest du die Veränderung der Beziehung zu dir selbst in deinem Leben einschätzen? Im Schnelldurchlauf, so als Kind, als Teenager, 20er, 30er, 40er, 50er und jetzt? Wie würdest du die Veränderung der Beziehung zu dir selbst einschätzen? Gut, dass du mit den 50er Jahren aufgehört hast. Als Kind, rückblickend,
habe ich sehr viele spirituelle Erfahrungen gemacht. Ich würde sogar sagen, auch außerkörperliche Erfahrungen, was ich damals nicht deuten konnte. Ich habe mich auch ganz viel falsch gefühlt, anders gefühlt als andere, wie so ein Alien. Im Teenageralter habe ich diesen Kontakt in der Richtung vom Gefühl her verloren. Anfang, also zwischen 20 und 30 war ich ganz arg dann nochmal auf der Suche nach mir selbst. Mhm. So auf der Suche nach mir selbst, dass ich ganz viel den Sinn meines Daseins überhaupt in Frage gestellt hatte. Das hat sich so in den 30er Jahren auch noch weiter durch mein Leben gezogen. Und dann habe ich mich mehr und mehr auf den Weg gemacht, mich selbst zu finden, mir viel Wissen in der Richtung angeeignet, aber nicht umgesetzt. Da kam so die Konditionierung zutage, ganz viel Wissen, 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 Aneignung, noch die nächste Fortbildung, noch die nächste Weiterbildung, Wissen, Wissen, Wissen aneignen, auch ganz viel autodidaktisch unterwegs gewesen. Vieles aufgesaugt, aber nicht umgesetzt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, wirklich diese Dinge umzusetzen, vieles dann letzten Endes auch mit einer Begleitung an meiner Seite, alleine hätte ich das vermutlich nicht hingekriegt, weil so viele Konditionierungen einfach ja, da sind, in jedem von uns. Ja, und je mehr ich dann den Zugang zu mir selbst, nochmal die Tür zu mir selbst geöffnet habe, umso mehr haben sich im Außen wundersame Dinge ergeben. So ist ja auch die Akademie entstanden, so ist ProVita entstanden, so ist dieses freie Leben entstanden. Ich würde sagen, ich bin immer noch auf dem Weg, bin ganz viel bei mir angekommen und ja, aber trotzdem, nach oben sind die Grenzen gesetzt, es geht weiter. Es geht immer weiter und es gibt noch so vieles, was ich in diesem Leben sicherlich noch entstehen lassen kann, entdecken werde, erleben werde und ja, hellwach, topfit und weiter den neuen Tag begrüße. Ganz nach dem Motto, ich werde jeden Tag jünger. beteilige mich nicht am Älterwerden. Ja. Passalter ist das eine, aber das andere, ich muss so oft überlegen, wenn ich gefragt werde, wie alt bist du? Sage ich die Jahreszahl und rechne es dir selbst aus. Sehr gut. Gut, dann worin besteht für dich Glück und Lebensfreude? Glück und Lebensfreude ist eine Entscheidung. Und Glück und Lebensfreude bedeutet, dass ich mich bewusst dafür entscheide, präsent bin, im Hier und im Jetzt und den Augenblick und die Magie des Lebens sehe und erkenne. Das ist Glück. Und natürlich auch auf unsere wunderbare Familie zu blicken. Und zu sehen, was ich da alles mir auch kreiert habe in meinem Leben. Dass ihr da seid. Markus so lange an meiner Seite schon. So lange schon. Ja, was ein Stück weit normal ist, aber das bedeutet schon Glück und Lebensfreude. Ja. Dann gehen wir zur vorletzten Frage über. Wenn du was an deiner Vergangenheit ändern könntest, was würdest du anders machen auf deinem Weg zu Divinity, zu dem Lebensgefühl, das wir auch schon beschrieben haben? Ich würde mir selbst einen Schubser geben, mehr meinen eigenen Impulsen zu folgen und ihnen zu vertrauen und weniger rumzueiern. Anführungsstrichen. Ja, ich habe schon ein paar Schleifen gedreht. Ich hätte früher vorankommen können, es gehörte dazu, um Gottes Willen, aber das würde ich definitiv anders machen. Also die Dinge, die ich dann angefangen habe,
zu der vorhergehenden Frage, mir ein Wissen anzueignen, nicht nur das Wissen aufzusaugen, sondern auch umzusetzen. Mhm. Wir sind so Meister darin, Wissen anzueignen, aber nicht unbedingt im Umsetzen. Aber vom Umsetzen kommen nun mal Resultate. Wenn ich nur die Zutaten für einen Marmorkuchen auf der Theke liegen habe und mache mit denen nichts, naja, kann ich den Marmorkuchen nicht aus dem Ofen nehmen, ne? Aus dem Herd nehmen, aus dem Backofen. Ja. Ja. Mhm. Ja, dann haben wir noch eine letzte Frage übrig. Aber bevor ich die stelle, würde ich sagen an euch als Zuschauer, Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt oder irgendwie das Format mögt oder zu irgendwas, was jetzt gesagt wurde oder was auch dann in der anderen Folge, wo ich ausgefragt werde, wenn ihr dazu irgendwie Fragen habt, dann schreibt es uns unbedingt in die Kommentare rein und dann können wir auch genau darauf nochmal genauer eingehen. Genau. Aber ich glaube auch, dass du die letzte Frage schon fast beantwortet hast. Was ist deine Message, die du so viele Menschen wie möglich hören lassen willst? Das Wichtigste, was du in deinem Leben tun kannst, deinem Herzen zu folgen. Die leise Sprache deiner Seele zu erkennen und zu wissen, dass dein Herz und deine Seele dich nie irgendwie aufs Glatteis führen wollen, weil sie eine viel größere Intelligenz haben als unser Verstand, unser Ego, weil sie ja auch schon viel länger existieren. Der Verstand, das Ego ist ja erst dazugekommen, hat sich ja erst gebildet, als wir schon aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt waren. Das Herz, das fing mit der ersten Zellteilung ja schon an zu schlagen. Und ja, also folge deinem Herzen, hab Mut dazu und beginne dir zu erlauben, dir ein leichteres, freudvolleres Leben zu gestalten. Das ist der wahre Sinn deines Daseins hier, unseres Daseins hier. Gerade zur jetzigen Zeit, in der jetzigen Zeitepoche, im jetzigen Zeitalter. Das ist gelebte Spiritualität. Mit beiden Füßen auf dem Boden dennoch zu sein. Ja. Danke, danke, danke für dein Teil. Danke dir. Also meine Anspannung war unbegründet. Das war ja ganz easy. Danke, danke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.